Schönen guten Morgen, Hans-Jürgen Schöning, mein Name, Hans Reicht. Ich glaube, das ist so gefühlt der 120. Linux-Tag-Vortrag oder so. Und wir haben mir dieses Jahr ein Thema ausgedacht, das so ein bisschen gehypt ist, wenn ich das einmal so ganz direkt sagen darf. Das ist das ganze NoSQL-Thema, das in den letzten Jahren irgendwie da quasi sich seuchenartig verbreitet hat. Gleich mal vorweg, wer ist Postgres-User? Hand hoch. Wer nicht? Warum? Was? Was haben Sie im Einsatz? Informix. Wo war Informix? Oh, das gibt's noch. Ja. Ja, okay, gut. Das war jetzt nicht wertend. Das war nur ganz neutral, anerkennend. Das sind nicht meine Knete, ne? Bitte? MySQL. Ja, ist ein Datenbankvortrag. Also okay, gut. Dann schauen wir mal, was es im Feindesland so alles gibt. Die Anforderung, die in letzter Zeit immer wieder daherkommt, und ich verstehe die Anforderung als solche, ist der Wunsch, quasi unstrukturierte Daten zu speichern. Ja? Was sind unstrukturierte Daten? Das ist mein Schreibtisch oder also solche Dinge quasi. Ne? Und da ist die Sache eben prinzipiell so. Im relationalen Konzept ist die Idee eigentlich immer die, nachdenken, Struktur bauen, Daten speichern. Ne? Wenn jetzt blöderweise der Nachdenkprozess outgesourced wird an irgendwelche externen Datenquellen und die als solche möglicherweise nicht stabil sind oder sich da einfach irgendwas ändert, dann spricht man im Allgemeinen von unstrukturierten Daten. Es kommt irgendwas daher und daraus muss ich irgendwie Sinn machen. Ich muss meine Linse so verschieben, dass ich aus dem Konvolut von irgendwas sinnvolle Information rausfinden kann. Das kann man jetzt exzessiver betreiben, gut, man kann es auch weniger exzessiv betreiben, aber im Prinzip die Logik dahinter ist, irgendwas eine, Logik drauf, irgendwas außer. Also das könnte man quasi so als Paradigma sehen. Und da ist jetzt eben genau der Punkt, dass in einem relationalen Konzept einfach die Sachlage die ist, jedes Stück Daten hat sein Fältchen, seine exakte Form, seine Validierung, seine Richtigkeit, also in Postgres zumindest. Und ich muss jetzt irgendwie sozusagen, ich habe einfach eine andere Form von Integrität in den Daten. Wenn ich jetzt sage, ich kriege jetzt 300.000 gescannte Dokumente aus einer Bibliothek, dann ist das eine andere Struktur, also gar keine, nicht? Als wenn ich jetzt sage, ich habe eine Banküberweisung, die perfekt definiert ist in Wirklichkeit. Ne? Also, in diesem Sinne. Das heißt, die Idee dahinter ist eigentlich, dass ich keine Strukturänderungen brauche, also das wäre mal der Marketing-Schmäh zu dem Thema, wenn sich zur Laufzeit irgendwelche Daten ändern. Ja? Felder dazu und so weiter. Prinzipiell ist die Sache die folgende. Ich kann natürlich auch in einer relationalen Struktur die Daten ändern. Es wird oft so dargestellt, als könnte relational keine Strukturen mehr ändern. Das ist völliger Scheiß. Ja. Darf ich sagen auf Video? Ja. Das heißt, da ist es auch so in Postgres, speziell in der letzten Version, ist extrem viel passiert, dass Strukturänderungen mit minimalem Locking passieren. Also dass du einfach quasi keine irgendwelchen Troubles gibt. Typisches Beispiel. Ich füge eine Spalte an in eine Table, wenn ich einen Default-Wert habe, ist es eine Metadatenänderung. Drop-Column, mehr oder weniger eine Metadatenänderung. Okay? Also, was ich habe, 1 TB Daten, Drop-Column, instant. Okay? Also, solche Dinge, da ist es eben extrem wichtig bei Strukturänderungen generell, dass ich sehr locking-frei unterwegs bin. Und da ist Postgres ziemlich gut, was diese Dinge betrifft. Ja? Also, das ist einmal prinzipiell einmal so. Natürlich, weil es immer heißt, ich brauche 2 Jahre relational, um eine Struktur zu ändern. Nicht? Da frage ich mich, was machst du die restlichen 1,5 Jahre? Nicht? Also, das muss man auch sehen, das wird nicht so heiß gekocht, wie es dann unterm Strich ist.
So, was sehr wohl etwas mühsam ist in einem relationalen Kontext, ist, wenn sich prinzipiell die Beziehungen ändern. Das ist immer ein Problem, auch im Privatleben. Ne? Das heißt, Beziehungen ändern im Sinne von, da kommt ein Feld dazu, ändert keine Beziehung. Ja? Das ist wurscht, das ist überhaupt kein Problem. Lustig ist es dann, wenn das 1 zu 1, 1 zu n wird, das 1 zu n, n zu n. Das sind Strukturänderungen. Und in diesen Bereichen ist es dann durchaus so, dass man ein bisschen mehr nachdenken muss, um diese Änderungen zu deployen. Aber generell gilt prinzipiell die Regel, wenn du Applikation schreibst, ja, musst du sowieso einmal ein bisschen nachdenken, was deine Daten überhaupt bedeuten. Und da werden wir jetzt kurz prinzipiell einmal drüber reden. Ja, was ist die Kernidee hinter diesem ganzen NoSQL-Zeugs? Im Wesentlichen geht es um Key-Value. Also 1970 und Steroids, ne? Wenn man das so sagen kann. Und das Ganze skaliert natürlich, hallo, skaliert natürlich relativ schön, weil wenn du nur Key-Value hast, dann kannst du irgendwo verteilen und die Sache ist gut, ne? Wenn ich jetzt eine Struktur habe, die wesentlich komplexer ist mit 100.000 Tabellen und so weiter, ist das wesentlich schwieriger zu verteilen, weil ich keinen gemeinsamen Schlüssel habe und so weiter und so fort. Das ist einfach eine wesentlich andere Form, Daten zu speichern. Ne? Key-Value ist immer praktisch, wenn du ein Suchkriterium hast. Ne? Dann ist es lustig. Ne? Meistens hat man aber nicht ein Suchkriterium, sondern mehrere Suchkriterien. Und das ist dann ein bisschen die Daten wieder zusammenfischen und so weiter. Das ist nicht trivial. Also Key-Value zu verteilen, ist völlig trivial. Ja? Das ist überhaupt kein Problem dahinter. Schwierig wird es, wenn es nicht so ist. So, und jetzt einmal kurz, um das Thema ein bisschen zu schärfen, weil es immer heißt, unstrukturierte Daten, super, wir können da reinschmeißen, was wir wollen. Überhaupt kein Problem, wir speichern das da rein. Da gibt es übrigens schon seit vielen Jahrzehnten ein Konzept, wo das möglich ist. Also die ursprünglichste NoSQL-Database, die es überhaupt gibt, nennt sich Filesystem. Okay? Da kann rein, was du willst, nicht? Das heißt aber nicht, dass das, was du willst, wieder rauskriegst. Nicht? Weil du trotzdem, es hilft nichts, wenn du die Daten ablegst. Wenn die Dinge keine Bedeutung haben oder nicht konsistent sind, dann geht es halt nicht. Das ist einfach so. Da ist ein typischer Punkt, ein typischer Fall. Einfaches Beispiel, ich habe einen Punkt. Nichts Besonderes. Ein Punkt XY. Na, wie du die taschen kannst. Ja? Normalerweise in einem kartesischen Kontext habe ich einen Punkt XY. Das ist die GPS-Koordinate vom Wiener Flughafen. Okay? Weil ich es gerade gesehen habe draußen. Da gibt es einmal zwei Darstellungsformen. Das steht am Gate und das ist, sind die Minuten und die Sekunden umgerechnet in der Dezimalzahl. Das ist eine Koordinate. Jetzt hat diese Koordinate schon eine extrem seltsame Eigenschaft. Da steht 48 Grad Nord, 33 Grad Ost. Norden ist nach meinem Verständnis die Y-Koordinate. Osten die X-Koordinate, also so in meiner kleinen Welt. Nicht? Das heißt, reinschmeißen und dann ist er halt da, wir speichern da eine Koordinate rein. Nicht? Er nennt das Feld Longitude, ich nenne es LNG, er nennt es Long. Nicht? Dann habe ich es unstrukturiert gespeichert, aber ich finde im Ende und Flug die Pisten nicht mehr, weil er schreibt Long, er schreibt Light. Okay? Das heißt, ich kann zwar unstrukturiert reinspeichern, aber das ganze Zeug ist völlig sinnlos, wenn ich dem Ganzen nicht in irgendeiner Form eine Struktur gebe. Und die Struktur soll halbwegs konsistent sein. Bitte bei allen Flughäfen dieses Format und nicht nur bei einem. Weil sonst hast du mit einer Stunde Sprit übrig, schaust runter und da ist nichts. Okay? Das ist relativ Mist. Ich meine, du schaust dann eh genauer. Also, das ist nicht das Problem. Ja? Aber die Illusion, dass es sozusagen eine Applikation geben kann, die das geben kann, die der Semantik keine Daten geben muss, ist per se einmal pervers, das geht nicht. Ne? Das heißt, es muss immer Semantik geben dahinter, das geht gar nicht anders. Und das Kernproblem ist, die wird nicht enforced. In einer relationalen Struktur ist enforced. Da steht drinnen, Alter, eine Koordinate ist not null. Ja? Die Piste hat einen Winkel, die hat eine Höhe, die hat keine Ahnung, da steht echt was drin, ja? Check Constraint und so weiter. Also der Wert dahinter, der relationale Wert ist eigentlich, dass garantiert wird, dass die Piste gibt, ja? Wenn ich da bin. Nicht? Bin ich unstrukturiert, habe ich diese Garantie nicht. Ist klar, das ist unstrukturiert, das ist irgendwas. Nicht?
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das wird oft vergessen. Wir können schnell zu entwickeln beginnen. Das ist sehr toll. Nicht? Nur ich habe Legacy Day One. Nicht? Also es ist schon nicht schlecht, sich in gewisser Weise auf Struktur zu einigen. Jetzt der Vorteil ist jetzt der, dass ich im Postgres-Umfeld die Möglichkeit habe, beide Paradigmen gleichzeitig zu tun. Ich kann sagen, ich habe strukturierte Daten für meine Kunden, ich habe unstrukturierte Daten für irgendwelche eingescannten Formulare oder sonst irgendwas. Ne? Quasi, ich habe Dokumente, wo irgendwas drinsteht, aber ich habe gleichzeitig beispielsweise den Zwang, dass das Dokument einen Besitzer haben muss, dass das Dokument bla 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 und so weiter. Ne? Das heißt, ich habe im Prinzip die Möglichkeit, beide Denkmodelle strukturiert und strukturiert in einem System gleichzeitig zu betreiben. Und dann kann ich mir raussuchen, was ich brauche. Wenn ich nicht weiß, was ich kriege, mache ich unstrukturiert. Wenn ich wissen muss, was ich kriege, in dem Fall XY oder YX, dann gehe ich halt strukturiert. Das ist halt kein Problem. Aber wie gesagt, die Illusion, dass es keine Semantik geben muss in den Daten, ist bei einer trivialen Sache wie einem Punkt bereits widerlegt. Also XY vertauscht, nicht? Bingo! Nicht? Ich habe es mal ausgerechnet. Wenn du von Saigon nach Wien fliegst, also Saigon, Frankfurt sind 13 Stunden. Wenn du YX die Distanz berechnest, die richtige Distanz, sind es 9200 Kilometer. Wenn du die Koordinate vertauscht, aufgrund der Erdkrümmung, sind 6700 Kilometer. Das heißt, dir geht in Ankara der Sprit aus. Okay? Wenn die Struktur nicht enforced wird, nur wenn die Koordinate vertauscht wird. Okay? Das heißt, wenn ich nicht zwinge, wie das gespeichert wird, verrechne ich mich um 3000 Kilometer. Okay? Das heißt, Struktur macht Sinn. Ohne Sprit, Sinkflug im Mittelmeer, scheiße. Ja? Dann kann ihr Flüchtlingsboot ausgläseln. Ja? Ganz schlecht. Ja? Also Struktur macht Sinn. Es sind 3000 Kilometer Unterschied, wenn ich da die Koordinate vertausche, Saigon, Wien. Okay? Auch aufgrund der Tatsache, dass die Erde rund ist. Ne? Okay? So, das heißt, Struktur muss es geben, das habe ich im Wesentlichen jetzt schon gesagt. Das heißt, es kommt da natürlich einige Funktionalität dazu in Postgres, speziell in den letzten Jahren. Der Klassiker in diesen ganzen Dingen ist JSON. Es hat früher schon eine Sache gegeben in Postgres, das war der sogenannte HStore. Das ist so eine Key-Value-Sache, wo ich genauso Objekte quasi in irgendeiner Form serialisieren kann, damit irgendwas quasi in einem strukturierten Format da liegt. Dieses Ding hat man einfach genommen sozusagen und ein Format gewählt in weiterer Folge, das einfach gängig ist. Und das sind jetzt diese zwei Dinge, das ist JSON und JSONB. Das sind die zwei Dinge, die da dazukommen sind. Das ist einfach ein Felddatentyp, sowas wie Numeric, Integer, Varchar oder so. Ja? Und das ist jetzt relativ schön, wenn ich mir das anschaue. Und zwar, das System stellt einmal prinzipiell sicher, dass wenn dein Datentyp JSON ist in diesem Feld, dass das, was du da reinschickst, auch prinzipiell mal aussieht wie ein gültiges JSON. Inhalt wurscht, aber es muss halt ein gültiges Dokument sein. Das heißt, ich habe eine Validierung und ein JSON-Dokument wird intern als Text abgelegt, wird nicht geparst. Also geparst schon, aber quasi nicht, jetzt Struktur, also nicht speziell abgelegt. Das hat zum Beispiel den Vorteil, wenn du ein reines Datengrab brauchst, sowas gibt es ja, nicht? Insert only, rein damit, nicht? Dann willst du eigentlich nur schnell sein, du liest eigentlich selten, nicht? Das heißt, du willst diesen Parsing-Schritt eigentlich nicht machen. Also jetzt Parsing im Sinne von zerlegen und binär abspeichern und so weiter. Ne? Das ist einmal diese Sache. Wenn ich jetzt ein JSON-B habe, ein binäres JSON, also einfach ein anderer Datentyp, dann wird on insert, also quasi wenn das Dokument geschrieben, verändert oder sonst was wird, wird es intern... wird es intern binär abgelegt. Ja? Das heißt, da gibt es dann ein wunderschönes Warbit-Encoding, das ist wunderschön klein, das ist wunderschön effizient
Und es hat den Vorteil, dass ich extrem schnell darauf zugreifen kann, weil es ja kein Text mehr ist. Ne? Das heißt, es ist intern schon in einem Format, wo ich die Felder sofort mit ein bisschen Pointer-Arithmetik ermitteln kann und so weiter. Das ist hocheffiziente Form. Das heißt, diese Sache verwendet man dann, wenn ich wirklich jetzt versuche, mit den Daten zu rechnen. Ne? Also ich habe jetzt Milliarden JSON-Dokumente und tue jetzt irgendwelche Felder raussuchen oder was auch immer. Ne? Das ist die klassische JSONB-Variante. Das ist meistens davor, also JSONB ist meistens die bevorzugte Variante, eben aus dem einfachen Grund, weil nur reinspeichern ist relativ fad. Also da gibt es diesen NoSQL-Klassiker namens Filesystem, der kann das super. Ja. Aber ich möchte ja was machen damit. Wie schaut das jetzt codemäßig aus? Also wenn ich mir da jetzt diese Table anschaue, dann sehe ich mal prinzipiell, wie das in Postgres ausschaut. Also einfachstes JSON-Dokument, 5 und das Doppelpunkt, Doppelpunkt ist ein Typecast. Also damit der weiß, das ist kein Textfeld, sondern es ist ein JSON-Dokument, gibt es dieses Doppelpunkt, Doppelpunkt. Ne? Dann schreibe ich den Datentyp hinten dazu. Könnte ein Integer schreiben oder was auch immer. Und da habe ich jetzt zum Beispiel im zweiten Beispiel ein Array von Elementen. Da ist eine Sache relativ wichtig, in so einem Array ist nicht notwendigerweise vorgeschrieben, dass alle Elemente denselben Typ haben. Also ich sehe da zum Beispiel, da gibt es zwei Integers, dann gibt es einen Text und dann gibt es einfach einen Leerwert, einen Null. Ne? Das heißt, Array, klassisch in JSON, muss nicht typgebunden sein, da kann irgendwas drinnen stehen. Und das ist jetzt natürlich wunderbar für irgendwas, wo ich nicht weiß, was daherkommt, kann ich einfach diese Struktur verwenden. Das Ganze kann jetzt eine klassische Key-Value-Paare haben, also bar-bar und balance-7-7, active-false und so weiter. Das wird validiert, stimmt es nicht, gibt es einen Syntaxfehler und tschüss. Okay? Das ist einmal nur die Darstellung, das hat jeder schon einmal gesehen. Das einzige Postgres-spezifische ist, dass da Select steht und da hinten der Typecast. Ja, der Rest ist 0815 JSON-Dokument. Okay? So, spannend wird es jetzt, wenn ich mir das anschaue zum Beispiel. Schaut euch die Reihenfolge an im Dokument. Da steht bar, balance, active. Oben und unten. Ein JSON-Dokument wird als Text reingespeichert. Und dann kommt das Text wieder raus. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn das ein JSONB ist, also quasi ein binäres JSON, dann ist garantiert, dass der Inhalt dasselbe ist, aber es ist nicht garantiert, dass die Reihenfolge dieselbe ist. Okay? Also in dem Fall sehe ich jetzt da unten, dass die Balance hinter dem steht. Okay? Das macht er, damit es intern einfach schöner dort liegt, von der Anordnung her. Nicht? Das hat mit dem Speicherformat zu tun. Also das Einzige, was ich nicht darf bei JSONB, ist, mich auf die Reihenfolge der Elemente zu verlassen. Aber wenn du das magst, würde ich mein Programm sowieso überdenken. Also quasi, wenn sie auf die Reihenfolge, wenn du dich in unstrukturierten Daten auf deren Reihenfolge verlässt, dann hast du was nicht verstanden. Also nur so als Gedanke. Gibt es da Fragen fürs Erste? Irgendwas? Irgendwer? Irgendwas? Okay. Wie schaut es mit Reihenfolge bei Arrays aus? Reihenfolge bei Arrays sollte meines Wissens nach erhalten bleiben. Ich habe es nie explizit ausprobiert. Okay? So. Jetzt kommt eigentlich die Quintessenz des Ganzen. Das heißt, Daten einzufügen ist fürchterlich unspektakulär. Das, glaube ich, kann man glauben. Spannend wird es dann, wenn ich jetzt beginne, diese Dinge zu verarbeiten. Also ich habe jetzt eine Milliarde Dokumente, ich möchte irgendwas machen damit. Und da gibt es zum Beispiel Operatoren, wie den da zum Beispiel. Da sage ich einfach, ist das in dem enthalten? Ja, true. Das heißt, select Stern from where, so eine Bedingung. Dann kann ich prüfen, gibt es das da drinnen? Relativ einfache Operation. Dann kann ich sagen, ist das da, also quasi ist das in dem enthalten? Dort, wo das größer ist, ist immer die größere Menge. Okay? Also dort, was offen ist, ist immer der größere Teil. Also die Logik ist, das da, das kleinere, ist das da vollständig enthalten. Also ich kann prüfen, ist es da, ja oder nein. Also diese 20 Elemente, ist das da.
Oder ich kann Elemente extrahieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Fokus darauf lege, dann sehe ich jetzt 0, 1, 2, das ist dieses Unterobjekt quasi. Wie sagt man richtig? Unterelement. Ja. Okay? Das heißt, ich kann jetzt dort sozusagen indiziert auf das Ganze zugreifen. Ich kann aber auch über den Key zugreifen. Ich kann sagen, okay, da was, genau, gib mir das A. Und das A ist alles, was da drunter liegt. Ne? Das ich kann da auch, ja? Damit ist vorige Folie, damit ist, muss aber sichergestellt sein, dass in dem Array die Sortierung gleich bleibt. Nein. Weil sonst kann ich über den Index nicht zugreifen. Oder? Nein, nicht gefragt. Nein, ja, also da, wenn du jetzt auf 1, 2, 3, 4, 5 gehst, ja, dann ist klar. Nicht? Aber die erste Frage gewesen ist, ob die Indizes, ob die Reihenfolge in den Arrays gleich bleibt, ob das sichergestellt ist. Ja, das ist meines Wissens noch sichergestellt, ja. Aber es ist, die Elemente kann er umordnen, ja, natürlich. Also geht es nicht über Zahlen, das ist schlecht, ja, geht es über den Key. Ja, ja. Das ist, alles andere ist sinnbefreit, ja. Das heißt, so kann ich auf das Element zugreifen zum Beispiel. Und kann man dann auf das B zugreifen? Aha, okay, das ist glaube ich jetzt die Frage. Ne? Dass ich sage, ich möchte den Wert Foo von dem B haben. Genau, das heißt, du möchtest ins A rein und im A das B. Genau, ja. Genau, das heißt, ich muss auf einen Pfad zugreifen. Das heißt, wenn ich jetzt quasi pfadmäßig ins Dokument reingehe, dann habe ich eben diesen Operator da, diesen Kanalgitter-Größeroperator. Und ich sage jetzt im A das B und so weiter und dann kriege ich den Foo. Okay? Also ich kann einfach mit darunter handeln. Ich meine, ich zeige jetzt da eine Auswahl von einfachen Funktionen her, damit man sieht, wie das prinzipiell funktioniert. Das sind so gefühlt ca. 15% von den Funktionen, die es gibt. Okay? Also ihr müsst da wirklich schauen, in der Doku, okay, da gibt es noch 100 von denen, die irgendwas machen, um das zu verarbeiten. Das ist jetzt wirklich nur eine gekürzte Form, damit ihr ungefähr einen Eindruck kriegt, sozusagen, wie das funktioniert und wie man damit arbeiten kann. Das ist in keinster Weise vollständig. Ja? Also nur mal vom Prinzip her. Aber das ist die Variante, wie du in den Unterbaum reinkommst. Okay? Also gut, die Operatoren sind jetzt nicht der Leserlichkeit letzter Schluss, nicht? Aber wer irgendwann einmal so eine NoSQL-Abfrage-Sprache gesehen hat, das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Nicht? Ich meine, gewiss, die Standardoperatoren größer, kleiner machen da keinen Sinn. Nicht? Was ist das größere JSON-Dokument? Das hat sowieso keine Bedeutung. Nicht? Das heißt, man hat einfach Operatoren gewählt, das ist dokumentiert, das muss man natürlich wissen oder zumindest nachschauen können. Nicht? So kann ich mal quasi das JSON-Dokument zerlegen und damit reinarbeiten. Ja? Ich kann jetzt natürlich auch JSON-Dokumente erzeugen. No? Das heißt, bis jetzt waren die schon da, die waren quasi Gott gegeben, die kommen da irgendwie rein. Nicht? Und jetzt geht es darum, einfach diese Dinge auch rauszuschießen. Nicht? So, das funktioniert so. Stellt euch vor, das ist eine Table. Das ist die Tabelle x. Okay, select Stern from x. Dann kann ich mit der Funktion rowToJSON kann ich eine ganze Zeile, egal welche Struktur die hat, in ein JSON-Dokument überführen. Das heißt, ich sage Row to JSON, übergebe quasi den Tabellennamen oder das Ergebnis eines Subselects, was ja auch wieder dasselbe ist in Wirklichkeit. Also quasi irgendwas, was ausschaut wie eine Zeile und kann jetzt jede Zeile in so ein JSON transformieren. Relativ simpel. Muss ich nichts darüber wissen. Ich habe so Implementierungen einmal gesehen am SQL-Server, das ist eine seitenlange Prozedur. Okay? Das ist richtig heftig. Also das ist ganz, ganz elend. Ja? Also da, das ist wirklich eine Zeile, Row to JSON, übergibt eine Zeile und die Sache ist durch. Okay? Bitte. Wie funktioniert das dann mit Drops oder so irgendwas? Ist völlig egal. Ja. Ja, das ist aus dem Grund völlig egal, weil in Postgres gibt es das Konzept der zusammengesetzten Datentypen. Ich kann sagen, create type Auto, Hersteller, PS, Farbe, Alter, irgendwas. Ne? Das heißt, ich kann mir selber wie in einer Programmiersprache Objekt anlegen. Ich sage create type,
in einer Programmiersprache sagst Class X, nicht ABC. Nicht? Also quasi eine Klasse, eine objektorientierte Klasse, ist ja auch nichts anderes als eine Variablensammlung in Wirklichkeit. Nicht? Und diese Variablensammlung kann ich in Postgres auch erzeugen. Ich kann sagen Create Type Auto irgendwas mit diesen Feldern. Dann habe ich quasi einen Datentyp, der halt aus 10 Elementen besteht. Den kann ich als Spalte verwenden. Jetzt kommt aber noch was dazu, was sehr praktisch ist. Ich kann sagen, der Unterschied zwischen CreateTypeAuto mit 10 Feldern und CreateTable ist ja eher akademisch. Nicht? Das heißt, jede Tabelle ist automatisch auch ein Datentyp. Das heißt, wenn du jetzt sagst CreateTable T-Kunde, dann ist T-Kunde ein Datentyp. Mit 30 Spalten halt. Nicht? Den kannst du als Parameter einer Prozedur übergeben, davon kann es ein Array geben, das kann man vergleichen, das hat Vergleichsoperatoren, das hat alles. Ne? Und dieses Row-to-JSON schluckt any element, irgendwas, also any type, quasi ein any element und kann es transformieren. Das heißt, ob der Kunde jetzt ein Foto dabei hat oder nicht, ist nicht relevant. Das heißt, ein Foto wird jetzt zum Beispiel abgelegt als Byte Array oder was auch immer halt. Nicht? Und das ist da halt einfach dabei, fertig. Nicht? Ich meine, über das Format müssen wir reden, nicht beim Bild. Nicht? Wie schaut das dann im JSON aus, als DES24? Naja, Postgres selber schlug, also Postgres selber gibt es raus Hex oder Oktal. Kann ich mir aussuchen. Nicht? Und das gibt er halt dann dort rein. Nicht? Also, ich kann mir natürlich jede Form von. Jede Form von Formatierung natürlich da produzieren, das ist überhaupt kein Thema. Nicht? Ich meine, die Frage ist, wie soll er Bild im JSON ausschauen? Das ist, glaube ich, eher die Frage. Nicht? Okay? Das heißt, ich kann da ganz bequem einmal meine Zeilen generieren oder wenn ich das Ganze als ein Element haben möchte, dann kann ich sagen JSON Arc. Das heißt, ich sage Query, Select, bla bla bla, JSON Arc. Dann wird aus dem ganzen Zeugs, aus der ganzen Ergebnismenge, genau eine Zeile. Okay? Da wird genau eine Row draus. Das heißt, ich kann das sofort quasi jetzt an den Endentwickler schicken. Und da gibt es ein wunderbares Modul für den Nginx, falls das wer kennt. Und zwar macht es folgendes. Ich sage dem Nginx, diese URL matcht auf diese Query und ich hole aus der URL die Query-Parameter. Hat mich wer? Also ich sage www.example.com/a/b, dort habe ich zwei Parameter, A und B, nicht? Und das kann ich direkt quasi als Parameter in der Query verwenden, das ist ein Nginx-Config. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich konfiguriere mein Nginx, schreibe da eine Query rein, die automatisch JSON rausspuckt, dann gibt es kein Middleware mehr. Okay? Das heißt, ich schreibe die URL, ich schreibe die Query, $1, $2, $3, nicht? Es gibt kein Middleware mehr. Ich habe sofort mein JSON-API, in dem ich nur das SQL-Statement und zwei Zeilen Config schreibe. Okay? Da gibt es kein irgendwas mehr dazwischen. Das ist wesentlich schneller zum Entwickeln, als da irgendwelche Milliarden Zeilen großen Frameworks irgendwo hinzuschreiben. Schluss, spuck JSON aus, das sind die Input-Parameter. Bitte, ja. Da ist ja nichts dahinter, nicht? Und das kann ich ganz, ganz schnell machen. Ja. Das heißt, ich spucke das direkt aus. Und das Einzige, was da oben passiert, ist, da unten passiert, was halt passiert. Where, x, group, by, having, over, sonst was. Nicht? Und da oben, diese zwei Schlüsselwörter, und das ist durch, das Thema. Ja, das Thema Webservice ist erledigt. Okay? Ganz, ganz simpel. Keine Arbeit. Du bist eine Lösung, keine Arbeit. Ne? So. Ich kann jetzt natürlich so ein JSON-Dokument auch jederzeit wieder auspacken. Also wenn ich jetzt da zum Beispiel wieder A, B, Fu, Bar habe, kann ich mit dieser each-Funktion das Ganze wieder in der Tabelle ausrollen. Ne? Das heißt, ich rolle es aus, mache was damit, speichere es relational ab, verändere es, box wieder ein, formatiere es um oder sonst irgendwas. Und ich kann dann ganz bequem sozusagen diese Dokumente halt wieder zerlegen. Ne? Ich meine, was da jetzt, da kann natürlich wieder komplett ein Unterbaum stehen, nicht? Irgendwas. Völlig generisch, nicht? Was ist das für Datentyp, Entschuldige? Welcher?
Ja, das ist Fu und Bar in der Tabelle nachher. In der, das soll ja relational in der Tabelle nachher sein, oder nicht? Ja, das sind Textfelder. Textfelder, ja. Das ist irgendwas, also Textfelder. Mhm. Genau. So, jetzt kann man natürlich auch sagen, JSON to Record. Ich habe jetzt ein JSON, ABC, also ABC, genau. Und ich möchte jetzt, dass da wieder eine Tabelle rauskommt, also quasi, dass eine Zeile rauskommt. Jetzt muss ich sagen, A ist Integer, B ist Text oder was auch immer halt möglich ist. Ne? Und dann kriege ich da die Spalten A, B, D. Habe ich mich vertippt irgendwo? Wo ist denn das D her? Achso, nein, das ist nur bewusst umbenannt, weißt du schon. Ja? Das ist leer da hinten, ich glaube, das habe ich abgeschnitten. Ne? Das heißt, ich kann das natürlich jederzeit wieder in eine Zeile zurücktransformieren. Ne? Das heißt, ich kann es quasi relational auf JSON, JSON auf relational, Objekte rausschneiden, ja, irgendwie das ummodeln oder sonst irgendwas. Das ist sehr, sehr einfach zu benutzen. So, ist das soweit einmal klar? Das ist einmal quasi die Basics zu dem Thema. Jetzt kommen die Kronjuwelen des Ganzen, wenn man das so sagen darf. Da ist wieder die Russenpartie am Werk gewesen, also die Postgres-Indexbauer quasi. Und jetzt gehen wir davon aus, ich habe jetzt 300 Millionen JSON-Dokumente, irgendwas, und ich möchte das Zeugs indizieren. Also quasi die langsamste Form der Ausführung ist ja der sehr populäre unindizierte Zugriff, nicht? Also quasi das gesellschaftliche Verlangen, ein Telefonbuch komplett zu lesen, nicht? Wenn man eine Nummer sucht. Das ist ein unindizierter Zugriff. Wie gesagt, sozial total akzeptiert. Und da ist die Sache jetzt die, ich habe jetzt ein JSON-Dokument, dessen Struktur ich ja eigentlich nicht kenne. Ich weiß ja nicht, was das ist. Kann irgendwas drinstehen. Die erste Zeile hat nicht notwendigerweise mit der zweiten Zeile was zu tun. Und was dieser Indextyp jetzt tut, ist was sehr, sehr Cooles. Im Gegensatz zu Mongo oder sonstigen Systemen indiziert der alle Felder. Okay? Das heißt, dieser Gene-Index, ich gehe wirklich her und sage, ich indiziere dieses JSON-Feld. Fertig. Ich muss nicht sagen, das A-Element oder das B-Element, das muss ich ihm nicht sagen. Das wäre ja sinnlos, ich bin ja unstrukturiert. Nicht? Also wie kann ich ihm sagen, welches Feld ich indizieren will, wenn ich per Definition unstrukturiert bin? Das ist ja schizophren. Nicht? Okay? Das heißt, ich nehme das Zeugs her und erzeuge so den Index. Auf das Feld. Gin-Index auf dieses Feld. Und intern ist jedes Feld indiziert, egal wo im Unterbaum. Das heißt, alle Abfragen, die ich vorher gezeigt habe, also zum Beispiel die Abfrage nach dem Pfad AB, also dem Unterbaum, ist genauso indizierte Abfrage wie die Abfrage nach dem 27. Element. Okay? Ja? In der formalen Distanz so eine Indizierung, das klingt sehr. Es rockt wie Hölle. Es rockt wie Hölle. Ja? Der Grund, warum das rockt wie Hölle, das kann ich da aufzeichnen, ist nämlich folgendes: Das interne Encoding, das da verwendet wird, ist derart effizient, dass das richtig rockt. Was weiß ich, du bist das 17. Dokument, er ist das 18. Dokument. Ich speichere einmal 17 und dann nur mehr Differenzen. Ja? Das heißt, ich habe da nicht drin 300 Millionen Integers oder so. Ich habe einmal einen Wert und dann nur mehr Differenzen, zum Beispiel mit Wahrbit-Encoding. Was ich, wenn der Abstand gering ist, brauche ich weniger Bitte, weil er das millionste Dokument ist. Das ist quasi der Weg von Item-Pointer zu Item-Pointer ist variable Länge. Je nachdem, wie hoch die Differenz zwischen den Item-Pointern ist, zum Beispiel. Ne? Das geht nicht kleiner, das ist das Minimum. Das geht nicht kleiner. Ja? Und darum ist es natürlich fürchterlich effizient, weil das eine C-Struktur ist, der hat ein kettenrauchender Russe in Moskau geschrieben. Ja? Da ist Winter, der hat Zeit, der ist gut. Ja? Der hat schon programmiert auf ne? Russencomputer. Ne? Also der kann das. Ja? Das heißt, das geht nicht klar. Ne? Der Index ist so klar, dass einfach die Effizienz logisch entsteht. Und das Lustige ist, die Russen haben gemessen, dass der Gin-Index, der alle Felder indiziert, bei irgendwelchen 10 Millionen indizierten Bookmarks von, weiß ich nicht, von wem, ja, schneller ist wie ein Mongo-Index, der nur ein Feld referenziert. Das ist nach meinem Ermessen demütigend. Also das rockt richtig. Ja. Das ist ein Gin-Index, den verwendet man normalerweise für Volltext. Also Binärbaum auf Wortebene und dann Dokumentliste mit Wahrbit-Encoding. Das ist die Struktur dahinter. Okay? Also das rockt.
Zufälligerweise kommt die Folie jetzt. Ja? Sonstige Fragen zum Thema? Was macht er mit binären Daten? Initiiert er die auch oder ja. Kann man das abschalten? Naja, du kannst natürlich immer reinschreiben in die Indexdefinition. Du kannst in Postgres im Index immer Folgendes machen. Du kannst dann bla 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 where ausschließen. Kannst immer machen. Du kannst da immer schreiben on Funktion von Feld. Das heißt, wenn du nur alle, was du sich indizieren willst, wo die, der Feldname mit A anfängt oder so, kannst du das entweder über Funktion, indem du dir einfach die Unterbäume extrahierst, oder über WhereClause ausschließen. Oder du nimmst einen B-Baum und gehst wirklich auf das Feld. Also wenn du sagst, du willst immer das Alte indizieren, weil es sind Personen, du hast sicher Alterfeld oder Geburtsdatum oder irgendwas, nicht? Dann kannst du da jederzeit mit einem B-Baum auf das 27. Feld gehen. Das ist überhaupt kein Problem. Nur, die Idee dahinter ist ja, du weißt ja nicht, was da kommt. Weil sonst würdest du das ja ordentlich modellieren. Ne? Das Wort ordentlich war jetzt nicht zufällig gewählt. Okay? Wo es mir aufgefallen ist. Das heißt, du kannst natürlich jederzeit solche Schweinereien machen. Wenn du jetzt zum Beispiel weißt, in deinem JSON drinnen, das sind irgendwelche Tracking-Daten von wem auch immer, gibt es eine GPS-Koordinate. Und die ist immer da, oder auch nicht, nicht? Aber das, es ist immer das gleiche Feld, nicht? Dann gehst du da mit einem GIST-Index drauf und machst PostGIS. Ja? Kein Problem. Ja? Also alle Schweinereien, die du so auch machen kannst, kannst du da auch machen, weil du im Postgres Indizes auf Funktionen legen kannst. Du kannst indizieren Cosinus ID. Brauchst nicht, könntest du. Okay? Aber du kannst natürlich damit irgendwas bauen. Nicht? Also du kannst auch die Werte erst synthetisch errechnen zum Beispiel. Nicht? Was weiß ich, du hast, in JSON hast du drei Felder, nicht? Was weiß ich, Jahr, Monat, Tag. Nicht? Dann mischst du irgendwie zusammen und machst dir dann Datumsindex auf ein Feld. Nicht? Geht auch. Das rechnen kannst damit, nicht? Zum Beispiel. Ja? Also solche Dinge. Das sind alles nur Folgeerscheinungen der Postgres-Architektur. Okay? Ich meine, JSON ist ein Datentyp wie jeder andere auch, nur halt mit coolen Operatoren dazu. Ich meine, in der Nordsee gibt es einen Typen, der hat einen Datentyp geschrieben für DNA. Der macht Nachbarschaftssuche mit Bakterien, nicht? Genau gleicher Mechanismus, nicht? Also die fangen irgendeinen grünen Schlatz aus der Nordsee, nicht? Sequenzieren das Ganze und schauen nach, was das ist, nicht? Genau gleicher Mechanismus. Also jetzt nicht JSON, aber die Technik ist dieselbe. Da kannst du nicht Wörter suchen in Genomen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja? Biograce oder wie das heißt. Ja? Okay? Darf ich nochmal nachfragen? Das ist JSON, ist ja Key und Value. Und der Index indiziert die Keys oder auch die Values? Ja, beides natürlich. Beides schon, ne? Schon beides, ja. Also du musst natürlich den Wert suchen, ne? Für den Key. Ne? Ja. Schon, ja. Es ist ja im Prinzip nichts anderes wie eine Volltextsuche. Könntest du so interpretieren. Weil was suchst du? Wenn du im Google suchst, suchst du alle Dokumente, die Haus enthalten. Also indizierst das Dokument und das Wort, nicht? Ja. Nichts anderes, nur das Format ist halt ein bisschen anders. Aber die Logik ist dieselbe. Okay? Naja, ja, super cool. Ja, wie bereits erwähnt, falls ihr irgendetwas findet, was euch fehlt, weil ihr irgendeine Anwendung habt, wo die Dinge, die ich da gezeigt habe, plus die Dinge, die es gibt, halt einfach fehlen, ne? Irgendeine lustige Operation nicht fehlt, kein Problem, einfach dazu schreiben. Einfache Prozedur, zack, fertig. Dem kann man auch beibringen, dass das mit dem Index funktioniert und so weiter. Alles kein Thema. Ja, ja und der Key des Ganzen ist eigentlich, dass ich sozusagen in einem System beide Möglichkeiten habe, ja, strukturiert und unstrukturiert. Ja? Das ist eigentlich die Botschaft dahinter. Naja, gibt es Fragen? Also die Funktionen, die sind jetzt erst bei PostgreSQL 9.4 drin. Nein, es gibt welche 9.3, es gibt 9.3 welche und es gibt auch 9.4 welche. Also das ist natürlich systematisch immer mehr. Nicht? Mhm. Also diese kompakten Genes, Gene-Index, ist eine 9.4 Sache zum Beispiel. JSONB ist auch relativ neu. Nicht? Okay. Genau. Also zum Beispiel Ubuntu 14.04 hat... Durch, nein, du nimmst die Postgres Repos. Okay. Es gibt eigene Debian Repos, die bindest einfach ein, zwei Zeilen, nicht? Bla bla bla. Dann installierst Postgres 9.4 und du bist völlig schmerzbefreit. Okay, das ist eine gute Lösung, ja. Genau.
wenn die Company Policy das zulässt. 9 Monate später. Okay? Sonstige Fragen zum Thema? Ja. Ja, ich würde schon mal gerne wissen wollen. Also ich komme eher ein bisschen aus der relationalen Welt. Oh, das ist schön. Bruder. Und ich kann es mir für mich irgendwie noch nicht vorstellen, was diese unstrukturierten Daten überhaupt für einen Sinn haben, weil ich dem eine Semantik geben muss und dann habe ich es eh schon relational. Na, der Punkt ist... Und das habe ich nicht verstanden. Ja, ich auch nicht. Nein, aber ernsthaft. Der Punkt ist die ganzen Webservices. Der Crux an der Sache sind die ganzen Webservices. Wenn du bei Google irgendwas abfragst oder irgendwas anderes aus dem Netz ziehst, kriegst du immer so ein Format, weil du quasi immer Objekt kriegst. Ne? Du kriegst die Route, da sind verschiedene Elemente drinnen und so weiter. Und dieses Monster willst du in den Griff kriegen, ohne dass du gleich eine Routine schreiben musst, um das alles zu zerlegen. Mhm. Weil wenn Google im nächsten Webservice 30 Felder dazu macht und zwar umordnet, nicht? Wird es zart für die, weil du quasi deine Struktur ändern musst, jetzt, historisch, immer. Ne? Mhm. Es wird mühsam quasi, weil du dann, du bist von wem abhängig. Das ist schlecht. Ne? Also jetzt einmal prinzipiell. Ne? Das heißt, wenn da irgendwas dazukommt oder keine Ahnung was, bist du einmal geliefert. Ne? Vielleicht willst du das ja auch gar nicht analysieren, du willst nur wissen, dass es richtig ist. Also wenn du einen Zahlungsbon kriegst, du wirst ihn nicht lesen, du wirst ihn speichern. Nicht? Ist ein Friedhof, nicht? Ohne Reinkarnation. Ist nach chinesischem Recht übrigens verboten. Reinkarnation ohne staatliche Genehmigung, bitte. Ja? Das gibt's, dann können Sie nämlich den nächsten Dalai Lama aussuchen. Ja? Das ist der Grund dahinter. Das heißt, du musst das ja nicht unbedingt analysieren. Nicht? Oder du kannst einfach davon ausgehen, das Zeug schwirrt im Netz herum, jeder hat das, nicht? Und du hast die Wahl, löst das jetzt auf, weil du eben mit der Route irgendwie relational arbeiten möchtest, keine Ahnung, Windowing-Funktion oder so, oder ist es einfach okay, wenn sie da ist, nicht? Du und dein JSON, da steht was drin, nicht? So, also Anwendungsfall Friedhof oder Anwendungsfall die ganzen Webservices, wo Daten herumschwirren. Aber prinzipiell ist alles relational modellierbar, natürlich, klar. Ja, ich glaube, der Grund ist, man kann mit den unstrukturierten Typen sich einfach auf die Daten konzentrieren, die man in der eigenen Applikation braucht. Die löst man relational an. Richtig, auf, ja. Und alles andere, was man durch die Applikation nur durchschleusen möchte, was auf ein Ende reinkommt, was am anderen Ende rausgeht, wo man nicht drinnen jetzt suchen geht ja jetzt sogar mit dem Gini-Index, genau. Wo man jetzt nicht komplizierte Operationen durchführen möchte, dafür nimmt man halt dann die unstrukturierten. Also stell dir vor, du speicherst Restaurantrechnungen von 2 Millionen Restaurants und du willst prinzipiell sagen, hat irgendeiner ein Schnitzel gegessen. Dir ist völlig wurscht, ob es ein Schnitzel in der Produkttabelle gibt. Nicht? Die 1-zu-1-Relation ist irrelevant. Er hat es gegessen, wirklich. Also ernsthaft. Ja. Also, also einfach solche Dinge zum Beispiel. Nicht? Oder eben, weiß ich nicht, wenn du von Google, Yahoo, weiß ich nicht, wem auch immer Daten einfach abholst, nicht? Legst das einmal ab und dann holst du eben das aus, was du brauchst, wie er gesagt hat. Nicht? Dass man da mit einem relationalen Background sich ein bisschen schwer tut, habe ich die letzten 5 Jahre auch erlebt. Aber es wird langsam. ja, richtig. Völlig, man kann es auflösen, aber der Punkt ist, du willst es nicht auflösen. Es ist halt da, nicht? Quasi. Sonstige Fragen? Irgendjemand? Irgendwas? Ja. Gibt es schon Benchmarks von dem Zeug? Ja. Ja. Hätte ich mir Internet schon aktiviert, würde ich dir sogar welche zeigen. Ja. Aber wenn du googelst auf die Schnelle nach MongoDB Postgres Benchmark, sind das sehr desaströse Ergebnisse. Zum Schnittfaktor 2. Ja gut, Redis ist eine ganz andere Sache. Nicht? Ja, genau. Redis ist in Memory Key Value. Ja. Der Punkt ist, wir haben ein bisschen mehr wie Key Value. Ja. Key Value ist einfach. Redis auch. Klar. Key Value ist einfach. Wenn du jetzt aber zum Beispiel sagen willst, wie gib mir alle Punkte im Umkreis von 50 Kilometer, wo jemand was gegessen hat, wo Schnitzel im Namen vorkommt, nicht? Und vielleicht noch in Euro oder Dollar bezahlt hat und das Ganze ungefähr in die letzten 6 Wochen. Das heißt, die Russen arbeiten für die NSA, oder wie?
Nein, die arbeiten für uns. da schau, da. Ja, da hinten ist der See. Nein, das sind einfach Dinge, die du einfach hast. Ne? Du hast, was weiß ich, OpenStreetMap-Problematik. Ne? Ich meine, das, was da reinkommt, ist ja auch, ich meine, also höchst unstrukturiert, nach meinem Empfinden. Ne? Also, das heißt, da kannst du natürlich dann kompliziertere Dinge machen. Key-Value ist immer einfach. Ne? Eine Speziallösung, ein In-Memory-Key-Value-Store mit beschränkter Größe, darum ist er ja In-Memory, kann immer schneller sein als ein System, das wesentlich mehr kann. Nur wenn du dann sagst, das Ganze jetzt locale abhängig sortiert im Umkreis von Gruppe having over 3% Berechnungen dazu, dann kann alles andere browsen gehen. Gar keine Diskussion. Ne? Okay? Sonstige Fragen? Ja. Was ist der Unterschied zwischen JSONB und JSON von der Geschwindigkeit her? Naja, beim Einfügen ist ein bisschen was. Beim Einfügen ist es messbar langsamer, aber jetzt nicht Faktor 10, sondern da reden wir über, weiß ich nicht, soll es 15% sein. Beim Lesen natürlich ist eine Welt dazwischen. Nicht? Also wenn du jetzt sagst, das A fällt, nicht? Da ist eine Welt dazwischen, weil es nicht passen muss, es ist fertig. Nicht? Das ist quasi wie ein Inhaltsverzeichnis schon, fix fertig. Nicht? Also beim Lesen ist eine Welt dazwischen. Beim Schreiben ist der Oberheit vergleichsweise gering. Also das, was ich so gesehen habe, ist im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Also so 15 habe ich mal herumfloaten gehört als Wert. Ja. Ich habe mich unlängst mal mit Binary JSON Formaten beschäftigt. Es gibt, sage ich schreibe, 5 verschiedene Implementationen davon. Mindestens. JSON, BSON, PSON, ja. Ja, ja. JSON und JSONB. Ja. Das ist der Grund, dass die Postgres-Leute im Endeffekt dann JSONB verwendet haben. Weil BSON scheiße ist? Wenn ich das so sagen darf? Ja, BSON ist halt der MongoDB-Scheiße. Ja, also ja, richtig. Dann irgendwie ja. PSON mit hartem P, das ist ja halt der Protocol-JSON, dann gab es BSON, also weiches B, JSON, sorry, und halt noch 3 andere Sachen. Also ich habe 5 gefunden, davon waren aber 2, mindestens, ja. Davon waren nämlich 2 jünger als irgendwie das ganze JSON-Projekt. Ja, ja, bestimmt, in Postgres. Naja, warum man das einfach selber macht, ich meine, es gibt nämlich immer Argumente, die lizenztechnisch ein Thema sind. Und das nächste ist, ich meine, solche Rocket Science ist das ja nicht, nicht. Und da muss das natürlich auch in die entsprechende Postgres-Infrastruktur bringen. Memory Management, Memory Context, Calling Conventions und so weiter und so fort. Nicht? Das heißt, das, was effektiv an Speicherlogik jetzt da ist, ist im Vergleich zu Infrastrukturcode natürlich jetzt nicht. Also das ist jetzt, also sie haben einfach gesagt, okay, wir haben ein gutes Format, das gut für den Index passt, und dann haben sie es halt gemacht. Nicht? Das okay. Sind solche Dinge. Also die Regular Expression Engine in Postgres zum Beispiel ist eine externe Library, die mit integriert ist im Core. In dem Fall haben es die Russen einfach geschrieben. Nicht? Ich habe mir die Implementation mal angeschaut, das ist eh relativ gleich, mit diesem JSONB hat man im Endeffekt eh nur intern in einem Postgres-Zeug zu tun. Ja, also im Userland hast du nichts damit zu tun. Nicht? Also das ist wirklich eine interne Sache, wo du einfach merkst, okay, das ist jetzt 20 Mal so schnell beim Lesen. Nicht? Okay? Also das rockt richtig. Es hat jemand migriert, jetzt 2 Mongo-Server und hat nachher die halben Latenzzeiten gehabt. Also ungefähr Faktor 2, so wie die Benchmark interpretiere, sind das so circa die konsistenten Zahlen, die so herumschwirren. Nicht? Okay? Sonstige Fragen? Viele Fragen haben wir gehabt heute. Unüblich. gut, dann sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, es hat euch gefallen.